Moin moin, herzlich willkommen an der Universität Greifswald. Mein Name ist Paul, ich studiere Deutschgeschichte und Geografie auf Lehramt und führe euch heute rum. Wir sind eine der ältesten Universitäten Europas und sind auf 56.000 Einwohner ungefähr 11.500 Studenten und haben für dich von der Anglistik bis zur Zahnmedizin fast alles im Angebot. Und jetzt gehen wir mal auf einen Teil des Campus. Komm mit! Wir sind jetzt hier auf dem historischen Campus. Neben mir siehst du das Universitätshauptgebäude, dort das Audimax und hier sind unsere Historiker und die zentrale Studienberatung. Da kannst du dich in allen deinen Fragen gut beraten lassen, die das Studium betreffen. Und du merkst schon, hier ist die Konzentration von geistes- und sozialwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen. Außerdem finden hier auch viele kulturelle Veranstaltungen statt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal direkt in eine Vorlesung rein. Du bist jetzt im Audimax, einem der ältesten Hörsaalgebäude der Universität, welches trotzdem mit modernster Technik ausgestattet ist. Ich hatte selbst auch schon viele Vorlesungen hier. Jetzt gehen wir mal einfach rein. Makroökonomie. Siehst du, über diese Dielen sind schon Generationen von Studenten gelaufen. Und du siehst auch, wir sind zwar eine Kleinstadt, aber dafür haben wir ein enges Betreuungsverhältnis zwischen Studenten und Dozenten. Aber jetzt lassen wir die mal weitermachen. Wenn du mal eben vom historischen Campus zur Bibliothek fahren musst, kommst du auf jeden Fall am Greifswalder Markt vorbei. Und hier spürst du schon dieses hanseatische Flair. Wir sind eine sehr junge, dynamische Stadt. Hier sind überall Kneipen, Bars und Restaurants für dich. Auch die 5 traditionsreichen Greifswalder Studentenclubs sind von hier aus super zu erreichen. Und es gibt viele Konzert- und Kulturveranstaltungen, Festivals. Und wir sind eine weltoffene Stadt. Das akademische Herz schlägt zwar immer noch in den historischen Universitätsgebäuden, aber den Spagat zwischen Tradition und Moderne schafft die Uni trotzdem spielend leicht. Hier sind wir auf dem neuen naturwissenschaftlichen Campus und dort befindet sich die Universitätsmedizin. Da ist die neue Mensa und hier ist die Universitätsbibliothek. Und da gehen wir jetzt mal zusammen rein. Hier habt ihr auf 4 verschiedenen Ebenen bis spät in die Nacht die Möglichkeit, mit über 3 Millionen Medieneinheiten die Recherchen zu eurem Studium zu betreiben. Vorhin habe ich dir einen Hörsaal im historischen Campus gezeigt und hinter mir siehst du einen neuen hochmodernen der Biochemie und hier ist gerade eine Pharmazievorlesung. Wie du siehst, haben wir hier keine überfüllten Hörsäle. Jetzt gehen wir zum Hafen. So, schlussendlich sind wir am historischen Museumshafen angekommen. Und hier chillst du nach der Uni mit deinen Freunden, holt euch ein Fischbrötchen, genießt die Sonne. Kannst aber auch segeln gehen oder rudern, dich sportlich betätigen. Und wie du weißt, liegt Greifswald am Meer. Dann kannst du auch ein schönes Strandbad fahren und einfach die Sonne genießen. In diesem Sinne sage ich mal, schön, dass du dabei warst, du Landrade. Und ich hoffe, ich sehe dich mal hier auf dem Fischbrötchen. Ahoi!